Hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge von Pixelmon Let's Play mit dem Teddy Urs. So, soll ich das mal... Ah ja, ich habe alle kampfunfähig. Ich kann gar nicht fangen. Ich möchte gerne einen Teddybären haben, der Angst hat vor mir. Oh je. Pädophil, nein. Hoffentlich nicht. Ich wollte nur zeigen. Oh, ein Pikachu. Was für Pokémon hier jetzt gerade in der Nähe sind. Oder für den Start und für das Thumbnail. Da muss ich natürlich so ein Foto machen, weil das Vivisec... Wie heißt es? Gut schauen, hä? Vivirium? Was? Viridium, okay, Viridium. Ist dieses Pokémon gewesen vom letzten Part, das legendäre Pokémon. Und scheinbar können die wirklich sehr weit weg spawnen. Also immer noch vielleicht im gleichen oder im Nachbarbiom, aber doch weiter weg. Diese Suche hätte uns nicht... von Erfolg gegönnt werden können. Vielleicht haben wir es doch auch ein Part kurz gesehen, aber ich habe es halt nicht als Legendary erkannt. Das ist einfach ein grünes Reh. Mehr ist es nicht. Das ist nicht genau das. Boah, der surft auf... der surft auf dem Arsch. Uje. Gut, was machen wir heute? Wir wollen ja noch die Setzlinge haben von den anderen Bäumen und so. Sie sind noch ein bisschen auf der Suche nach irgendwelchen Ding, ja, guten Sachen. Wir tun ein bisschen trainieren. Wir suchen jetzt erstmal einen Pokémon-Sender, das ist das Wichtigste. Und wo sind wir dann zurückgegangen? Okay, dann haben wir keinen Punkt gemacht. Stimmt, wir haben gar keinen Punkt gemacht. Ja, ist nicht so schlimm. Also, wir gehen jetzt mal hier in die Richtung. Jo, denke schon. Ja, in einem Sumpf waren wir schon. Und genau. Oh, diese Wurzelerde. Okay. Ist einfach nur ganz normale Erde mit Wurzeln. Ja, aber sieht nicht schlecht aus. Hey, jo. Und ja, jetzt schauen wir einfach mal, was passiert. Pokémon sind jetzt noch nicht so gespawnt, scheinbar. Also der Mod oder das Spiel hat schon ein bisschen Schwierigkeiten, Monster wirklich schnell spawnen zu können. Ich nehme das mit. Ich dachte gerade, nee, ich nehme nicht zu viel Loot mit, ja. Und wie das nervt mit diesem einen Physics-Mod. Lifetime. Obesk Scale. So gut. Es ist einfach halt, weil es noch alt ist, der Mod ist halt, also die Version ist alt und der Mod wird wahrscheinlich nicht aktualisiert für die alten Versionen. Hat immer noch ein bisschen nervig oder buggy. Keine Ahnung. Aber in jedem Spielstart und so möchte ich das jetzt nicht einstellen müssen, weil ich es ja immer später auch merke. Naja. Okay. Ja, Größe geht's nicht mehr, hä? Mega Simsala. Dich kenne ich aber noch. Okay, dann habe ich aber ein gutes Bild. Ja, okay. Gutes Bild habe ich nicht. Also gutes nicht. Und hier... Was ist da? Ein Löffel. Das sind Löffel. Okay. Also völlig übertriebene Magie-Art. Das ist so... Ja, dieses eben... Oh, ich zeige euch etwas Spezielles. Ich nenne es Magie. Magie. Oder? Diese Schauspielkunst-Magie. Von Uri Geller. Genau. Boah, man versinkt in den Blättern. Ja, und ich wollte ja unbedingt ein Flug-Pokémon haben. Wo gibt's Flug-Pokémon, wo man wirklich fliegen kann? Ah ja, Dodo. Mit Dodo kann man doch fliegen. Stimmt. Wir müssen ein Dodo finden. Stellt euch mal vor, man kann mit Dodos fliegen, obwohl sie keine Flügel haben. Ja, was machen wir jetzt? Wir stürzen ab. Gut. Das war immer schon das Komischste an Pokémon, also fast das Komischste, aber wie kann ein Dodo fliegen? Burmy ab Level 20. Oh, Krebskops, das waren immer so diese nervigen Krabben. Ja, als wir damals diese bekamen, waren die immer, jo, also es ist halt ein Krebs und keine Krabbe. Und das ist für, jo, die Entwickler natürlich schon ziemlich
Anders, aber für die Spieler nicht. Boah, die Bäume sehen so geil aus. Ich gucke manchmal echt lange auf die Bäume, sorry. Einfach kurz, um wirklich zu sehen, was jetzt gerade anders ist und so. Ich bemühe mich nicht zu allzu viel auf die Bäume zu schauen, aber sind halt wirklich schön cool. Neu. Okay, ein Portal haben wir auch hier. Und wir haben neue Blätter. Sindelbeeren. Können wir die irgendwie ernten? Ist noch nicht reif. Aber schön. Okay. Hey, jo. Ah, ich habe sogar noch nichts gesagt. Die Parts bekommen gerade ziemlich viele Aufrufe. Okay, ich habe ja auch ein bisschen Clickbaiting gemacht mit dem ein legendäres Pokémon erscheint. Konnte ich aber natürlich nichts dafür. Ist ja auch die Tatsache. Und sonst, ich habe immer Probleme mit dem Part Namen, oder? Es ist hat schon ziemlich schwer, da jetzt nichts Clickbaiting zu machen. Weil ich kann ja auch nicht wissen, was jetzt unbedingt die YouTuber so als Clickbaiting meinen. Ich habe nie geklickbaitet und werde eigentlich auch nie direkt clickbaiten, oder? Da ich auch nicht unbedingt viele Aufrufe brauche, oder? Also ich möchte lieber irgendwie ja den Spaß haben, den Spaß geben den Leuten, als irgendwie clickbaiten zu müssen und dann den Spaß nicht an den Zuschauern lesen zu können, oder? Die haben ja danach nicht mehr so viel Spaß, wenn ständig irgendwas geklickbaitet wird, denke ich mal irgendwie. Gibt aber viel zu viele Leute und deshalb kommen immer wieder Sachen ins Clickbaiting und da habe ich wahrscheinlich jetzt, ja, wegen diesem Feridium. Oh, ich habe ja noch den Balken an, sorry. Gut. Halt immer noch ein bisschen, jo, wenig Einfluss, weil ich es ja nicht unbedingt mache. Aber ich merke es einfach ständig dann. Drift Zeppelin oder Driftlon. Keine Ahnung, wie der heißt. Jo. Also ich schaue einfach, dass ich auch für euch sehr angenehm wirke. Sonst bitte kritisieren, gell? Tut einfach. Einfach manchmal sagen, ja, der Titel ist nicht mehr so gut oder so. Das hilft mir schon viel mehr weiter, wenn es irgendwie doch Clickbaiting ist oder so. Ich kann es zwar immer auch gebrauchen, klar. Nur ist es für mich eben überhaupt nicht wichtig. Und ich mache einfach Titel fertig. Und ihr dürft gerne sagen, was jetzt nicht so gut wäre oder was gut ist am Titel oder so. An der Überschrift. Also, was passiert in der, im Part oder so. Jo, ich bin jetzt gerade noch am Dragodia.de Let's Play aufnehmen gewesen und habe, jo, sehr viel getan. Ein Osterevent habe ich zum Beispiel getan. Jetzt bin ich einfach noch ein bisschen durcheinander. Muss doch ein bisschen schauen, was ich rede. Hier ist es schön lockig. Ich mag Pixelmon. Es ist nicht so mega anstrengend, oder? Wieso ist hier wieder ein Sumpf? Also ich schaue, wenn ich jetzt wieder ein Legendary finde, dass ich jetzt zum Beispiel nicht das sage, sondern irgendwas schreibe oder so anders. Lavita haben wir doch schon, gell? Oder haben wir es versucht? Auf jeden Fall haben wir da schon mal. Genau, und jetzt kommt noch etwas, was ich ja geplant habe, aber durch die Livestreams halt ein bisschen verschoben, schieben müsste. Ich möchte ja eben die Wähler bauen mit den verschiedenen Typen, Pokémon-Typen. Und ich möchte gerne mit Käfer anfangen. Könnt ihr mir gerne mal ein bisschen schreiben, weil ihr ein bisschen besser nachdenken könnt, jetzt gerade, was ich so unbedingt als Käfer-Optik, also Blöcke und so ansieht, oder? Was könnte ich verbauen? Ich habe schon gedacht an die Büsche. Haben wir eine Schere? Ja. Dann tue ich mal probieren, die Büsche, also die Blätter abzubauen. Und sonst weiß ich ja nicht, also es ist ja Bug im Englischen. Ich könnte Bugs einbauen. Ich tue jetzt mal ein paar Ranken nehmen. Ein bisschen Blätter. Ob die irgendwie anders aussehen? Anders heißen? Nö. Schade.
Aber ich mache einfach mal so Büsche und ein paar Blätter. Und tue vielleicht dann noch ein bisschen Schwarzeichenblätter dann rein, wenn ich die Schwarzeichen endlich habe. Jetzt kann ich noch ein paar Wassergras nehmen. Sehr gut, kann ich die Wurzeln irgendwie? Okay, Wasserwurzeln. Die brauchen aber lange. Kann ich die überhaupt abbauen? Hä? Passiert da irgendwas? Da passiert gar nichts. Kann ich nicht abbauen? Jetzt sind die Wasserwurzeln weg, oder? Ja, es gibt einfach gar nichts da scheinbar. Ja, die Eichen sehen halt sehr geil aus. Eichen kann man halt gut machen. Oh, ich habe noch ein paar abgebaut. Ein bisschen mehr Wassergras. Noch ein paar mehr Lianen, denke ich mal. Dann haben wir wieder mal das Neues. Jetzt kann ich ja noch kurz schauen, was die Pokémon hier spawnen, weil die ja wissen, gespawnt sind, genau. So. Ich habe irgendwas, was sind die Ranken gewesen? Dachte, es wäre hier noch ein Trainer oder so. Genau, Wassersteinerz. Sehr gut. Und Ton können wir auch langsam mal holen. Ton bin ich eigentlich immer am wenigsten am holen, auch im Originalspiel. Weil, ja, die kannst du einfach holen, wenn du willst. Das ist, also wenn du sie brauchst. So, ich denke, das ist genug jetzt. So, jetzt. Jetzt machen wir hier mal noch einen Wegpunkt. Sumpf. Abbau. Muss ich mal nennen, weil ich den Sumpf wirklich eigentlich ziemlich zum Ressourcenfarm haben will. Was ist das? Ein Grasblock, der schwarz ist. Ich komme jetzt gerade hier nicht durch. So. Jo, ich will gegen Pokémon kämpfen. Ich will jetzt stärker werden langsam. Wir müssen einfach mehr Pokémon auch noch fangen. Ein Paras. Oh, Mirapla. Level 14. Also alle kampfunfähig. Ja, wir müssen noch irgendwo ein Dorf finden. Mega Tiger. Da unten ist doch ein Dorf. Wo bin ich jetzt? Hä? Jetzt ist aufgedeckt. Da unten ist ein Dorf, okay. Wir müssen in die andere Richtung. Kurz noch hier schauen wegen Pokémon in der Nähe. Die sollten eigentlich jetzt gespawnt werden. Aber irgendwie sind es immer noch sehr wenig. Pionskora. Jo, wir müssen jetzt zuerst mal... Oh, das ist ein geiles Pokémon. Komm mal. Das sieht gut aus. Hallo. Bist du auch neu? Ich denke, es ist älter, aber ich kenne es einfach nicht. Was ist das hier? Laukops. Okay. Irgendwie ist so dieser Anime-Stil. Irgendwie so ganz komische Viecher. Eine Flasche? Hä, hey, das ist doch eine Flasche. Ah, das hat einfach oben. Okay. Interessant. Aber ja, ich muss jetzt wirklich mal in die neuen Generationen auch kommen. Ich spiele ja so viel Pixelmon. Ich weiß nicht, sonst gibt es irgendwie gute Pokémon-Spiele. Ich weiß, ich bin Mystery Dungeon-Fan noch gewesen. Ich habe die Spiele halt auf dem 3DS gespielt. Auch wenn sie... Ja, wenn die ersten, glaube ich, noch auf dem Ding waren. Ich habe einen New 3DS XL dann mal geholt, wegen einer Freundin. Und habe den einfach dann selber gehabt, weil die Freundin wegging. Die war eigensüchtig und ging dann weg. Und, also sie war anfangs nicht eigensüchtig, aber dann, sobald sie mich irgendwie kennenlernte, hat sie nur noch für sich irgendwie gesorgt. Und hat mich arbeiten lassen. Wie ich halt immer mache. Zu viel arbeiten. Jo, und dadurch, jo, habe ich einfach den 3DS natürlich selber gehabt. Weil sie ja sowieso sonst den ganzen Tag gespielt hätte.
Die ist wirklich sehr Nintendo-süchtig gewesen. Und er hat eben, ja, mich auch nicht so spielen lassen, natürlich. Wir waren ja sowieso getrennt, also sie hatte irgendwo anders gewohnt. Und dann bin ich zu ihr gekommen und habe den 3DS dort immer gelassen. Eben, man profitiert manchmal echt wenig. Ohne einen Bienenstock, aber. Das Schlimme ist einfach, ich bin schon wieder sehr voll. Und es bringt ja nicht so viel, den zu haben. Ja, wegen Bienen sind ja eigentlich auch wie Käfer. Ich könnte wirklich so ein Bienenhaus bauen, also mit Honig. Ich finde irgendwie Honig passt echt gut dazu. Wieso bin ich nicht früher drauf gekommen? Und wieso ist dieses Dorf so mega vollgemüht? Was? Tobutz? Tobutz? Was ist Tobutz? Ist das eines der kleinen von Gen 3? Das sind so kleine, winzige Viecher wie Mew. Mew kennt ihr sicher. Und, jo. Sind halt einfach sehr speziell irgendwie. Okay, das ist ein Tobutz dort. Da hat jemand eine Quest scheinbar. Wo ist jetzt das Tobutz? Soll ich wieder ein Clickbait-Titel machen? Ich fange jetzt aber mit Clickbait. Nein. Ich habe ja nichts davon, also ich habe nicht viel davon. Das sind meistens über eine Geschichte über ein legendäres Pokémon. Ja, erzähl. Jo, wir sind schon mal, also bevor wir wussten, wie die Geschichte war, ein legendärer Vogel, ja, ging durch die Welt, glaube ich, oder so. Über Zeit, die Aufnahmen sind weniger geworden. Die Sichtungen wurden weniger und dann, jetzt haben wir seit über 100 Jahren nicht mehr diese legendären Vögel gefunden. Ich habe irgendwas gefunden, rare Orbs sind einfach so Kugeln. Einen Anker der Essenz. Ja, ich will, dass du mir diese Orbs oder findest dann die Orbs findest und zeigst, damit wir vielleicht die Vögel auch spawnen können. Ah, wegen dem Ding da oben. Schaut euch das mal an. Wo war's? Das sieht cool aus. Wo war's? Da, hinter uns. Aber es ist gar kein Vogel. Irgendwo war doch noch ein Vogel. Irgendwo war eine Statue von einem der. Da oben. Nein, es ist ein Neuron, es ist ein Vogelmann. Okay. Weiß es auch nicht, aber es ist einfach so random. Hier, der NPC. Und vielleicht ist in der Nähe auch so ein Altar. Würstchen. Dicker Lauch. Also, was wir jetzt machen, ist eigentlich. Jo. Großes Dorf. Kurz mal zurückgehen und alles ausladen. Also, wir haben hier Pokémon-Items. Ja, den Ofen. Einen Kochtopf, genau. Leitsterne gehören zum Beispiel hier rein. Seelaterne, denke ich auch. Auch noch die Blumentöpfe, genau. Ah ja, das war der Wassersteinsplitter. Ist auch Pokémon. Dann haben wir hier ja irgendwo auf jeden Fall mal diesen Loot. Eichenblumen. Feinwägeplatte kommt. Die kommen hier rein. Ton kommt mal hier rein. Und die Feinwägeplatte mache ich. Jetzt haben wir aber wirklich langsam wieder Platzprobleme. Naja, gut. Dann hier sind die Pokémon-Items rum. Also zuerst mal Bienenstock. Die Witterose, die ist wirklich toll, dass die hier gespawnt ist. Genau. Was nuckert? Okay. Nuckert. Also was soll ich jetzt am besten? Ah, die wollte ich nicht rausholen. Ja, den brauchen wir hier.
So, dann haben wir hier noch ein paar Sachen. Oh je, jetzt ist langsam wirklich mega voll. So, machen wir doch mal die Blumen hier rüber. Und so, ja. Nein, die Beete nicht. Die Blumen, die müssen doch schön irgendwo wachsen. In der Kiste wachsen. So. Nein, nicht das. Zink kommt sicher hier rein. Nö, hier auch nicht. Hier. Gut. Und dann haben wir ja später noch eine Ausrüstungskiste. Ich halt hier rein. So, Smaragde möchte ich immer hier drinnen lassen. Auch wenn wir nicht handeln. Ja, okay, wir handeln überhaupt gar nicht. Die NPCs. Wir haben ja gesagt, wir spawnen mal normale NPCs. Zum ein bisschen genau diesen einen Mod zu haben. Da können wir zum Beispiel Prismarinsplitz und so herbekommen. Deshalb ist das doch viel wichtiger. So, und also es ist eben wichtig, weil Glas weiß ich nicht, von welchem Pokémon ich bekomme. Jetzt gehen wir wieder zum großen Dorf und nehmen diese Sachen mit. Genau. Oh, schön, schaut euch das mal an hier. Sananabahnsaft. Oh. Ja, komm, nehmen wir also. Gut, hier hinten ein Rasenmäher, den muss ich mitnehmen. Dankeschön. Ich hab einen Rasenmäher, ich bin glücklich. Okay. Kannst du 20 Diamanten für mich abbauen? Ja, kann ich machen. Wie viel Quests kann ich mitnehmen? Kannst du einen Tempel finden und mir dann davon erzählen? Okay, mache ich auch. Was ist das hier? Düngemittel. Düngemittelfabrik. Kompostieranlage. Geil. Also, was wollte ich jetzt gerade im Dorf noch machen? Ja, Melonen haben wir, glaube ich. Nehmen wir mal eine Melone mit. Und Kürbis. Ja, Kürbis haben wir, glaube ich, sicher. Ich nehme auch mal mit. Hier waren wir schon. Ich wollte ja im Dorf, genau, Pokémon Center finden. Lol, wie lange ich gebraucht habe. Genau. Ah, hier haben wir noch eine Quest. Hallo. Könnt ihr Pokéloot für mich finden? Ja. Da können wir auch wahrscheinlich in der Nähe auch finden. Ich wollte mal kurz schauen. Also einen Amboss nehme ich sicher mit. Und hier lösche ich einfach mal. Für die Schmelzofen. Ich hätte alles auswendig weiß. Nicht. Dankeschön. Was haben wir hier drin? Nochmals ein Amboss. Geil. Nochmals ein Schmelzofen. Geil. Ich muss noch schleichen. Ey. Krass. Diamanten. Kettenschuhe, Kettenstiefel. So, mein Inventar ist wieder voll. Welche Überraschung. Geil. Ich liebe es jetzt einfach, diesen Rucksack zu haben. Boah, ist das nervig mit diesem. Okay. Einen Stuhl muss ich auch mitnehmen mittlerweile. Wenn ich das so viel mitnehmen kann, dann nehme ich doch so viel auch mit. Das ist sehr schön gebaut. Ich finde, diese Pixelmon-Motte haben richtig viel Talent. So beim realistisch Einrichten. Und so. Das ist Netherrack. Okay. Ja, aber da oben ist nichts mehr. Eine Uhr. Ich brauche eine Uhr. Ich habe Uhrzeitprobleme. Oh, geil. Ich habe Lohenstab gefunden. Lichtjuwelen nehme ich noch mit. So. Sehr gut. Dann haben wir hier sicher den Pokémon-Sender. Ja, ja. Endlich meine Pokémon wieder. Okay, hast du irgendwas komisches Ricken gefunden? Okay, kannst du mich.
Einen gefallenen Stern. Es tut irgendwie die Pokémon-Ding, dass die Harmonie zwischen den Leuten verbessert wird. Kannst du das sehen? Kannst du nachschauen? Okay. Ja, darf ich aber bitte hier? Ich will selber. Wieso ist das grün, nicht rot? Hat das irgendwas mit Alternativmedizin, mit Naturmedizin zu tun? Also ich möchte gerne, was möchte ich gerne trainieren? Den Esel haben wir doch gesagt, wollen wir. So, Pikachu oder so nicht unbedingt, aber eigentlich dieses Käfer-Pokémon da, Wampel. Ich denke, der ist ein Jumper, möchte ich jetzt gerade momentan nicht so. Also was ich eigentlich will, ist ein Nebulak im Team, aber ich habe ja schon einen Geist-Pokémon. Ist jetzt gerade noch ein bisschen schwierig. Bamelin ist halt richtig cool. Ich will jetzt momentan eher das, was mich wirklich ein bisschen mehr. Hier ist ich bei cool. Ja, weil es ist wirklich Naturmedizin und so hier. Geil. Das ist doch eine Käferarena als Käfer-Villa-Teil. So. genau, ich stehe auf dem Schlauch. Jo, ich will jetzt einfach mal ein bisschen Low-Pokémon, die wirklich spannend sind und so und vielleicht später auch besser sind, mitnehmen. Okay, eine Witterrose kann ich jetzt momentan noch nicht mehr nehmen. Wir müssen hier auf jeden Fall dann irgendwie wieder. Die sind erst wie mich, mein Skin. Jo. Einfach motivierend lassen, motivierend werden. Einfach am bestmöglichst machen. Also schreibt am besten auch, was euch am meisten gefällt, oder? Genau. So, du hast, ja, Tagesstätte, genau. Was ist das für ein Ei hier denn? Ist nur optisch. Okay, wir machen mal die Quests, oder? Ich muss Pokéloot finden. Ich muss Diamanten finden. Ja, die werden wir bald meinen. Genau, und jo, so lange haben wir jetzt keine Zeit mehr hier im Part. Der nächste Part aber wird so schnell wie möglich auch wieder kommen. Fragt mal, noch mal eine Frage. Wollt ihr mal einen Livestream sehen von Pixelmon? Kann ja mal einen machen und mal schauen, wie gut er ankommt. So. Jo, also eine Quest habe ich gemacht. Ich will die jetzt mal kurz abgeben. Ich weiß jetzt auch nicht mehr genau wie. Also. Was ist ein Graffai? Kräfter Healer. Find a Pokémon-Ding. Und wo sehe ich jetzt da, wo der NPC ist? Ich habe doch irgendwo noch ein Quest-Ding. Jo. Oh, hier ist wieder ein Teddiursa. Ich möchte ja das fangen. Ich habe das Nackli, okay. Lehmschuss ist die Schwester, okay. Okay, gut. Einfach mal kurz fangen. Und ich trainiere jetzt einen Teddiursa, weil ich ein Pedobär bin. Nein. Ein Pedobär will. Ich meine einfach, ich könnte ja das Pedobär Pokémon holen, was immer so gerne als eben Pedo angesehen wird, aber es ist eben überhaupt nicht etwas, was mich betrifft. Ich will da nicht viel mehr dafür. Ja, einfach diese. Was ist denn das? Diese komischen Sachen über Leute oder falsche Sachen an Zetteln, wo nicht stimmen. Ein Shiny-Pokémon für mich fand klar. Ich habe noch nie ein Shiny gefunden, oder? Habt ihr mal ein Shiny gesehen? Schaut bitte alle, kommen alle Folgen nochmal an. Habt ihr ein Shiny gesehen? Nee, nee. Das müsst ihr nicht unbedingt machen, aber ja. Ja, dürft gerne ein bisschen interaktiv sein, gell?
Und euch das auch alles besser machen. Okay, wie viel kostet das? Also, wie kann ich die holen? Das ist ein Trading Card Händler. Also, ich müsste irgendwie Trading Card anfangen, aber ich weiß nicht wie. Ah, ich muss wahrscheinlich die Booster kaufen irgendwie, aber die kann ich ja doch nicht kaufen. Naja, ah ja, das Brot. Ich habe ihn ja voll. Ich habe ja schon 64 Brot. Okay, gut. Ja. Dann sind wir langsam mit dem Part fertig. Ist das die Quest? Ein Pokémon selten. Dutel. Das ist auch wieder dieses drei Vögel. Das haben wir alles schon gelesen. Okay, gut. Ja. Ich möchte eigentlich jetzt kurz noch die Quest abgeben, aber ich finde den NPC jetzt gerade nicht. Ich merke auch, die NPCs gehen gar nicht schlafen und so. Gibt es da gar keine Anzeige? Also gibt es da gar kein Ding? Ausrufezeichen oder so auf dem Kopf? Ich weiß gar nicht. Ja, das müssen wir im nächsten Part dann anschauen. Hä? Keine Ahnung jetzt gerade weiter. Ist auch hier niemand drinnen. Aber zweimal schon. Ich komme nicht weiter. Also. Ah, vielleicht der hier. Eine legendäre Festung. Okay. Also hier drin ist er auch nicht. Es war, glaube ich, ein Mädchen. Aber ich habe jetzt mit diesem NPC, dem Mädchen mit dem lila Ding, schon geredet. Der, das Mädchen dort. Das könnte es sein, oder? 52 Pokémon. Kann ich ja. Meine Güte. Okay. Ja, scheinbar ist der NPC gerade nicht hier. Und ich weiß nicht, wie ich den nochmals finde. Machen wir dann im nächsten Part. Tschüss.